so much, all of you, for joining us this afternoon for our German Christmas service. I just wanted to say a few words in English about the format this afternoon, how we're going to go through this. I don't really speak German, but I can read it all right. So I'll be reading this service and also reading a sermon by C.F.W. Walther. You should have a packet that includes the German text of that sermon. Now, I had to abridge it dramatically because Walther wrote these sermons to be 45 minutes long. I whittled this one down to about 15 minutes. So there's the German text and then the English text following. As for the bulletin itself, the first half is the text of the service with English in facing columns, so you can see what's going on. But then the music takes up the second half of the bulletin, and we may end up going back and forth between the text portion and the music portion. All of the portions in bold are intended to be sung by the congregation. If it's not bold, I or a soloist in the balcony will be singing it. And that kind of helps to break some of these things up so we can sing some of the longer hymns without introducing tedium. But this is our first time doing this. We are calling it our inaugural German Christmas service because if it goes well and we get enough feedback, we might like to try it again in future years. So again, thank you so much for joining us this afternoon. I hope this is truly beneficial to you and helpful to your devotion as we prepare for this Christmas season. And we'll begin with our opening hymn, O du Fröhliche, and we'll rise for our opening. Armen Sünder, der barmherzige Gott
Allen Empfangen, uns unsere Sünden verzeihen und uns den Heiligen Geist geben, auf dass wir durch denselben seinen göttlichen Willen erfüllen und das ewige Leben empfangen. Amen. Der allmächtige, barmherzige Gott hat sich uns erbarmt, seinen einigen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinen Willen uns erziehen und allen Dingen, die an seinen Namen glauben, Gewalt gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißt. Wer glaubt und getauft wird, der soll selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Thank you.
ein Kind geboren. Halleluja. Lasst uns beten. Hilf, lieber Herr Gott, dass wir von unserer alten, sündlichen Geburt entledigt, den neuen, leiblichen Geburt deines lieben Sohnes teilhaftig werden und ewiglich bleiben. Durch denselben, deinen Sohn Jesum Christum, unseren Herrn. Amen. So schreibt der heilige Prophet Jesajas im 9. Kapitel, Vers 2 bis 7. Das Volk, so im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über die da wohnen im Finstern Lande scheinet es hell. Du machest der Heiden viel, damit machest du der Freuden nicht viel. Vor dir aber wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Denn aller Krieg mit Ungestüm und Blutigkeit wird verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, welches Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende, auf dem Stuhl Davids und seinem Königreiche, das erst zu richten und stärken mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Sebaoth. Halleluja. Bring ich so viel.
Herr sei mit euch. Dies heilige Evangelium schreibt St. Lukas im 2. Kapitel, Vers 1 bis 14. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschehen führt. Und diese Schatzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinen vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselbigen Gegend auf dem Feld bei deinen Kühlen, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war dabei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Halleluja. Ich glaube an Gott, den Vater, an mich, den Schöpfer Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen einigen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren aus Maria, der Jungfrau, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von da er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, Heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Thank you.
erkamst du in dein Eigentum, aber die Deinen nahmen dich nicht auf. Die Welt, zu deren Heil du gekommen warst, blieb stumm. Kein seidenes Willkommen, kein Freudenland war auf ihren Lippen. Die himmlischen Herrscharen mussten herabkommen, damit durch sie deine selige Geburt mit heiligen Jubelgesängen auf Erden gefeiert wird. Aber siehe, du kehrtest darum nicht um. Du warst ja nicht gekommen, weil Menschen deiner begehrt, sondern weil du ihre begehrtest. Nicht um Heilige, sondern um Sünde. Nicht um Gefundene, sondern um Verlorene zu suchen und selig zu machen. Und die Botschaft, euch ist heute der Heiland geboren, sollte ja nicht nur damals erschallen, sondern von nun an fort und fort verkündigt werden, allen kommenden Geschlechtern bis an das Ende der Tage. Und du wusstest es ja, dass diese Botschaft nicht immer vergeblich erklingen werde. Du wusstest es, dass sich noch Millionen in Geiste vor deine Krippe stellen, dich anbeten und über deine Geburt jauchzen und frohlocken würden. So ist denn Herr Jesus die Botschaft, euch ist heute der Heiland geboren. Endlich nach 2000 Jahren, auch bis in dieses letzte fernste Abendland, auch bis zu uns gedungen, und ihr süßer Ton schaut heute in unser aller Ohren. Wenn dich der Herr auch heute wieder niemand aufnehmen wollte, so wollen auch wir dich aufnehmen und rufen dir daher aus freuderfülltem Herzen mit lauter Stimme zu. Sei uns willkommen, o sei uns willkommen, du liebste, freundlichste, süßeste Heiland. Die Herberge, die wir für dich haben, ist ja freilich ein gar schlechtes Haus. Es ist unser finsteres, leeres Herz. Und was wir dir geben können, ist ja freilich eine gar schlechte Gabe. Es ist nichts anderes als unsere große Sündenschuld. Aber in Sünderherzen einzuziehen und Sünde in den Weg zu nehmen, dazu bist du ja in diese Welt geboren worden. So rufen wir denn mit brünstiger, fröhlicher Zuversicht: Ach, du unser herzliebes Jesulein, mach dir ein rein sanft Bettelein, zu ruhen in unseres Herzens Schrein, dass wir nimmer, nimmer vergessen dein. Amen. Amen. Von Gott hochgeliebte, hochgeehrte und hocherfreute Zuhörer. Aufgrund der Weihnachtsgeschichte nach St. Lukas lasst mich jetzt ein wenig lallen von der unaussprechlichen Wichtigkeit der äußerlich so armseligen Geburt des Kindleins zu beten. Wir nehmen diese Wichtigkeit der Hölle aus den merkwürdigen Bewegungen, die um derselben Willen im Himmel und auf Erden geschahen und noch geschehen. Aus der wunderbaren Vereinigung der Gottheit und Menschheit, die mit derselben vollzogen ist. Endlich aus dem großen Entzweck, welchen dieselbe gehabt und erreicht hat. Mit gutem Bedacht habe ich, meine Lieben, heute nicht versprochen, zu euch zu reden, sondern allein zu lallen. Denn denke ich nur ein wenig nach über die Wichtigkeit der Geburt des Kindleins zu Bethlehem, so sehe ich mich auf eine für jeden erschaffenen Geist schwindelnde Höhe und für eine unergründliche Tiefe gestellt. So muss ich alsbald bekennen, sie ist unaussprechlich. Selbst Engel und Erzengel können die Wichtigkeit dieses Ereignisses mit Worten nicht erreichen. Sie müssen, wenn sie davon geredet haben, endlich ihre Harfen ergreifen, um das Unaussprechliche wenigstens mit himmlischen Lobgesängen zu preisen. Was können daher wir armen Menschen mehr, als davon lallen und stammen? Der Tag der Geburt des Kindleins zu Bethlehem ist der wichtigste Tag während der ganzen Dauer der Schöpfung und die Geburt selbst das wichtigste Ereignis, das je geschah und je geschehen wird. Denn es ist die Geburt Jesu Christi, des Sohnes Gottes und Heiliges der Welt. Wüssten wir erstlich von dieser Geburt nicht viel weiter, als was für große Bewegungen um derselben Willen im Himmel und auf Erden geschehen sind und noch geschehen, so müssten wir schon daraus schließen, dass diese Geburt von unvergleichbarer, von unaussprechlicher Wichtigkeit sein müsste. Die Geburt Jesu Christi
ist nicht wie die Geburt der anderen Menschen nach den Allgemeinen, sondern infolge eines besonderen geheimen Ratschlusses, der in der Ratsversammlung des dreieinigen Gottes in der Ewigkeit gefasst wurde, geschehen. Seht, noch gab es keine Zeit, noch gab es keine Welt, keinen erschaffenen Himmel und keine erschaffene Erde. Noch war kein Mensch und kein Engel ins Dasein gerufen. Da hat Gott schon die Geburt des Kindleins zu Bethlehem beschlossen. Von Ewigkeit schon erfüllte und bewegte der Gedanke, sie geschehen zu lassen, das ganze Herz Gottes. So ewig Gott selbst ist, so ewig ist aus der Beschluss Gottes auszuführen, was einst heute in Bethlehem geschah. Wer mag daher die Wichtigkeit dieser Geburt ausreden, um welche Willen solche Bewegungen im Himmel und auf Erden, in Gottes Herzen selbst und der Engel und Menschen in der Ewigkeit und zu allen Zeiten geschehen sind. Sie muss unvergleichbar, sie muss unaussprechlich groß sein. Doch, meine Lieben, haben wir gleichsam nur an der Tür des Himmels gelauscht und sind darauf gleichsam nur in der Welt umhergegangen und haben Umfrage gehalten nach der Bedeutung der Geburt des bethlehemitischen Kindes. Auf denn! Lasst uns nun auch in die Hütte selbst eintreten, wo das Kindlein liegt und das Licht des Wortes in unseren Händen es nun selbst beschaut. Und was erblickt da das Auge unseres Glaubens? Wer ist der, der ein Kind in dem Schoße eines armen Mägdleins liegt? Wohl hat es die Gestalt eines bloß menschlichen Kindes. Kein sichtbarer Strahlenglanz spielt um sein freundliches Antlitz. Aber was ruft draußen der Engel des Herrn, den staunenden Hirten zu? Welcher ist Christus, der Herr, der Jehova? Der Gott über alles, hochgelobet in Ewigkeit, ruft der Engel laut in die Welt hinein. O wunderbare Botschaft! Mit dieser Geburt ist also die Gottheit und Menschheit vereinigt. Gott ein Mensch und ein Mensch Gott geworden. Der Ewige vereinigt mit einer sterblichen Kreatur. Der Allmächtige verbindet sich mit einem ohnmächtigen Staub. Die ewige Liebe vermehrt sich mit dem, der sie hasset. Der Allerheiligste vereinigt sich mit dem Sünder. Der Schöpfer aller Dinge verbindet sich mit einem Geschöpf, mit seinem allerärmsten Geschöpf und wird ihm gleich. Der Herr aller Herren, zu dessen Füßen alle Engel und Erzengel als seine Knechte mit verhülltem Antlitz seines Winkels gewärtig voll Anbetung liegen, verkette sich mit den Knechten der Sünde und des Satans. Der, der das Aal in deinen Händen trägt und die Milliarden Sterne wie Saatkörner auf das Feld des Firmamentes gesät hat, wird ein Schwacher mit den Schwachen, ein Hilfloser mit den Hilflosen und lässt sich heben und tragen von Sünde finden. Der, den der himmlische Vater als das Ebenbild seines Wesens und als den Abglanz seiner Herrlichkeit mit ihm gleicher göttlicher Majestät in seinen ewigen Häuten gezeugt hat, der wahrhaftige Sohn des lebendigen Gottes, der ewig Vater, wird das Kind eines Menschen, ein Blutsverwandter, ein Bruder der Sünde, ein Mitabkömmling des gefallenen Stammvaters der Kinder des Todes, ein Glied der elenden Menschenfamilie, die selbst ihres menschlichen Adels verlustig und ein Gräuel geworden ist vor der Engel und allen Kreaturen. Der das ewige Licht, vor dem selbst das Licht des Himmels Finsternis ist, der in einem Lichte wohnt, da niemand zu kommen kann, kommt herab in unsere finstere Welt, um ein Hausgenosse derjenigen zu werden, die in Finsternis und Schatten des Todes sitzen. Der den alle Himmel nicht fassen können, den der Himmel nur zu seinem Stuhl, die Erde nur zu seinen Füßen Schemel dient, kommt herunter, um mit den Bewohnern des Staates ihre Hütten von Erde und Lehm zu teilen. Der, der es allein ist, welcher in das Buch des Lebens einschreibt und aus demselben austilgt, liest heute seinen Namen in die Liste der Menschen als der Geringste und Ärmste unter ihnen einschreiben.
O sagt, wo ist die Sprache, welche Worte hat, die Wichtigkeit einer solchen Geburt auszusprechen? Als sie einst die Engel in einer irdischen Sprache mit einigen Worten gepriesen hatten, da eilten sie schnell in den Himmel zurück, um dort in der Sprache des Himmels den Gesang zu beginnen, damit sie diese Tat Gottes nun von Ewigkeit zu Ewigkeit vor seinen Throne besingen. Was können nun wir tun? Wir können nichts tun, als nun den Stab werfen und anbeten und Halleluja stammeln dem, der in Bethlehem einst heute zum Staunen aller Kreaturen nicht die Natur eines heiligen Engels annahm, sondern, o Geheimnis, o Wunder, ein Mensch. Doch, meine Liebe, die äußerlich so armselige Geburt des Kindleins zu Bethlehem ist nicht nur schon an sich selbst von unaussprechlicher Wichtigkeit, sie ist dies auch in ihrem großen Endzweck und in ihren allerseligsten Folgen. Und das ist es denn, was ich endlich noch drittens eurer Andacht vorlege. Ein weiser Mann, wenn er große Mittel anwendet und große Opfer bringt, bezweckt auch damit etwas Großes. Wer ist aber größer als Gott? Und welches Mittel und welches Opfer kann größer sein als die Sendung seines eigenen eingeborenen Sohnes in unser Fleisch? Und was ist es nun, was Gott hiermit bezweckt hat? Es ist erstlich Gottes Ehre im Himmel und zweitens alle Menschen Friede auf Erden und ewiges Wohlgefallen, das ist alle Menschen Heil und ewige Seligkeit. Denn also singt die ganze Menge der himmlischen Herrscharen über die Krippe: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Seht, die Niedrigkeit und das Elend, womit der Sohn Gottes in unsere Welt einzieht, das ist nichts anderes als unsere Sündenschuld und Elend, das er da auf sich nahm. Auf ihm liegt es nun und uns ist es abgenommen und soll uns abgenommen sein und bleiben in alle Ewigkeit. Dass der Sohn Gottes im Stall geboren wird, das ist von so großem köstlichen Werte, dass es uns die Wohnungen in seines Vaters Haus verdient. Dass der Sohn Gottes sich in eine Krippe legt, das verdient uns ewige Ruhe in dem Schutze Gottes. Dass der Sohn Gottes sich in armselige Winde wickeln ließ, das verdient uns das strahlende Kleid göttlicher Gerechtigkeit. Dass der Sohn Gottes ein Menschenkind wird, das macht uns zu seinen Brüdern und darum auch zu Kindern seines himmlischen Vaters. Dass Gottes Sohn, der Sohn des himmlischen Königs, ein Glied der Menschenfamilie wird, das bringt ihr einen Adel, den selbst die Familie der Engel noch hat. Die Menschen sind nun göttlich königlichen Geschenks. Dass der Sohn Gottes vom Himmel kommt und auf Erden als ein Erdbürger erscheint, das macht nun diesen kleinen Wohnplatz der Menschen zum leuchtenden Mittelpunkt der ganzen sichtbaren Schöpfung, zu Gottes Lieblingsort, auf den er mit unaussprechlicher Liebe und Wohlgefallen herabsieht. Ja, dies macht die Erde zu einem Raum innerhalb der Ringmauern des Himmels selbst, von welchem die Erde nun durch keine Schiedewand mehr getrennt ist, sodass nun Engel herauf und hinab fahren. Kurz, dass der Sohn Gottes sich so tief zu uns herabgelassen hat, das erhebt uns aus unserem Stab und erhöht uns bis hinauf zu dem Stuhl der Herrlichkeit. O mein allerliebsten Zuhörer, ist das nicht Freude? Freude für arme Sünder, wie wir sind. Freude über Freude, Wonne über Wonne. Ach, lieber miterlöste Bruder, lieber miterlöste Schwester, so spricht denn nun nicht mehr, wie soll ich zu Gott kommen? Siehe, Gott ist ja zu dir gekommen, und darum bist du nun auch schon bei ihm. Glaube es nur, so wirst du es erfahren. Sprich nicht, wie soll ich meine Sünden loswerden? Siehe, sie sind dir schon abgenommen. Das Kindlein zu Bethlehem hat sie auf sich genommen und hinweggetragen von Gottes Angesicht. Glaube es nur, so wirst du es erfahren.
Sprich nicht, wie mag Gott gegen mich gesinnt sein? Siehe, in Bethlehem hat dir Gott schon die Antwort auf diese Frage gegeben. Da hat er dir einen Beweis, dass er dich liebe, gegeben. Über welchem die Engel jauchzen und die Hölle erzittert. Denn da hat er dir schon das Beste und Liebste, was er selbst hat. Den köstlichsten Schatz, ich will nicht sagen des Himmels, sondern seines eigenen Herzens, seinen eingeborenen, liebsten Sohn geschenkt. Oh, dass dies alle, die es bisher gleichgültig angesehen oder verachtet haben, heute endlich auch glaubt. Wie selig würden sie sein. Denn ob Tausende, ob auch Millionen das höchste Wunder der ewigen Liebe seit 6000 Jahren verachtet haben, dennoch wird diese Wohnung der freien Gnade und Seligkeit noch immer in denselben mächtigen Strömen fort. Und noch immer ruft Gott mit auf Bethlehem gerichtetem Auge vom Himmel herab. Wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Oh, so kommt, denn kommt und seufzet mit mir alle. O süßes Heil, lass dich umfangen, lass mich dir meine Ziel unverhüllt anhaben. Amen. Thank you.
heiliget werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, als wir vergehen unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Des Heiligen Geistes lebt und herrscht, wahrer Gott, immer und ewiglich. Amen. Der Herr sei mit euch. Lasset uns benedeihen den Herrn. Gott sei ewiglich dein. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Amen.
thank you so much once again for joining us today for this inaugural trial German Christmas service. I would invite you all to join us after our closing hymn for some refreshments in our library. And if you're not used to the layout of our building here, I'm sure that some of our members will be able to guide you to our refreshments in the library. Also, if you have any interest in contributing in any way to a service like this in years to come, I'd sure like to talk to you. We might like to try and get some kind of a little choir together. And boy, if there are any pastors who'd like to try preaching in German, I'd love to have a guest preacher who can do something other than read a sermon. But again, thank you so much for being with us today. And we'll close with the hymn, Singet und Seid froh.